Die Geschichte der Saline Traunstein beginnt nicht in der Stadt an der Traun, sondern im über 30 Kilometer entfernten Bad Reichenhall und sie beginnt bereits 1613. In diesem Jahr nämlich entdeckte man in Reichenhall ein, wie es damals hieß, neues gutes Salzflüssel, welches reichhaltige Salzausbeute versprach. Zum Verdampfen dieser Sole in den Sudpfannen wurden große Mengen an Holz als Brennstoff benötigt. Und da lag nun das Problem. Waren doch in den vergangenen Jahrzehnten die Wälder um Reichenhall am Oberlauf der Salzach, die das Holz für die Saline lieferten, stark gelichtet worden. Der Holzmangel war schon lange Zeit permanent. Um diesem Problem Herr zu werden, sollten die Bergwälder um Ruppolding von nun an das benötigte Holz liefern. Jedoch war der Transport schwierig und aufwendig. Der nachmalige Hofkamerad des Herzogs Maximilian, Oswald Schuss, brachte daher den Vorschlag ein, nicht das Holz zur Sole, sondern die Sole zum Holz zu bringen. Und zwar mit Hilfe einer Rohrleitung, die von Reichenhall über Inzell nach Siegsdorf führen sollte. Denn dort war zunächst der Standort für eine neue Saline geplant. Am 3. Dezember 1616 beauftragte der Herzog seinen Hofbaumeister Hans Reifenstuhl und dessen Sohn Simon mit dem Bau der Soleleitung nach Siegsdorf. Im Frühjahr 1617 begann deren Realisation. Bereits im Sommer desselben Jahres kam es dann zu einer entscheidenden Planänderung. Statt Siegsdorf sollte der neue Standort nun Traunstein sein, da dort die Bedingungen geeigneter seien, wie Oswald Schuss feststellte. Die Stadt Traunstein bot nämlich die nötige Infrastruktur, ausreichend Handwerker und zudem mit dem kurfürstlichen Schloss und Hofanger, der Au, ein passendes Gelände. Die Soleleitung musste nun 7 Kilometer länger werden als ursprünglich geplant. Innerhalb von 2 Jahren entstand die 32,7 Kilometer lange Pipeline, die erste ihrer Art weltweit, zusammengesetzt aus 8.342 um die 4 Meter langen hölzernen Deicheln, die von Hand gebohrt wurden. Mit Hilfe großer Handbohrer von unterschiedlicher Dicke wurden die Fichtenstämme, die etwa einen Durchmesser von 30 cm hatten, durchbohrt, mehrfach erweitert und dann mit kurzen Eisenrohrstücken verbunden. Vom Brunnenhaus in Bad Reichenhall bis zum höchsten Punkt bei Inzell mussten 259 Höhenmeter überwunden werden. Um diesen Höhenunterschied zu meistern, wurden zwischen Reichenhall und Inzell 7 Pumphäuser errichtet. Bei denen wurde jeweils die Sole aus einer sogenannten Niederreserve, der Brunnstube, in das Bergstüberl, die Hochreserve, gepumpt, von wo aus sie in leichtem Gefälle weiterfloss. Von der höchsten Stelle bei der Lettenklause aus floss dann das Salzwasser stetig bergab bis nach Traunstein. Die Gebäude der Pumpstation boten dem Brunnwart und seinen Brunnknechten sowie dem Vieh Platz. Das Brunnhaus in Nägling bei Weißbach ist heute noch erhalten und dort kann man sehen, wie eine solche Anlage aufgebaut war. Neben dem Wohnhaus für den Brunnwart befand sich in einem hölzernen Anbau die Pumpanlage. Bei der ursprünglichen Soleleitung von 1619 war hier die Reifenstuhlpumpe installiert, welche durch ein oberschlächtiges Wasserrad betrieben wurde. Die heute noch bei Nägling zu besichtigende Steigleitung mit dem Hochbehälter, zu dem die sogenannte Himmelsleiter hochführt, zeigt die Anlage nach dem Ausbau Anfang des 19. Jahrhunderts, als die Soleleitung bis nach Rosenheim verlängert wurde. Der Solebehälter wurde auf die doppelte Höhe gesetzt und Eisenrohre ersetzten die ursprünglichen Bleirohre der Steigleitung. Das Prinzip war aber das gleiche wie 200 Jahre zuvor. Auch wenn jetzt eine wesentlich leistungsstärkere Pumpe
nämlich die von Georg Reichenbach erfundene Wassersäulenmaschine, zum Einsatz kam. Wer sich vom Hochbehälter aus auf den Weg Richtung Inzell macht, kann auch heute noch Überreste der alten Holzsohleleitung sehen. Dies sind die letzten Originale, die von der Salzpipeline noch erhalten sind. Am Ende der Sohleleitung in Traunstein befand sich die sogenannte Wasserteilung, von der aus die Sohle in die Sudpfannen geleitet und dort verdampft wurde, um an das kostbare Salz zu gelangen. Für diesen Sud- bzw. Siedeprozess benötigte man, wie schon erwähnt, große Mengen an Holz. Wie die Holzgewinnung vonstatten ging, damit beschäftigt sich der nächste Teil meines Films.